Wort, das dich reizt, das du hast, das du liebst, diese Angst, Licht an, Schritt hinaus. Aber dann blühst du auf und fühlst dich, ja, diese Ich kann doch nicht neben ihm alle diese Vorzüge sagen, dann wird er noch schlimmer und frecher zu mir. Ich habe selten einen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der diese Großzügigkeit hat, dass man wirklich einen Partner hat, wo man sich anlehnen kann, der einen beschützt und der so liebenswürdig ist und immer interessant ist. Es ist nie langweilig an seiner Seite. Ich kann es nicht so lang und so schön sagen, aber sie ist der treueste Mensch, den ich kennengelernt habe. Sie ist der natürlichste Mensch, den ich kennengelernt habe. Sie ist der zärtlichste Mensch, den ich kennengelernt habe. Und sie ist der sparsamste Mensch, den ich kennengelernt habe. Sie hat alle Eigenschaften, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Wenn wir auf Urlaub fahren, habe ich ja nichts mehr zu reden. Also ich arrangiere noch, ich bestelle noch die Flugkarten. Von diesem Augenblick an bin ich entmündigt. Wenn ich mir eine Zeitung kaufen wollte, habe ich gesagt, bitte, kann ich eine Zeitung kaufen? Ja, aber also dann gebe ich ihm auch nur ganz wenig Euro. Da gibt sie mir 5 Euro. Sagt, damit musst du auskommen. 5 Euro, 10 Euro. Zum Glück rauche ich nicht und brauche jetzt auch nicht sehr viel Geld. Und das Schönste ist dann, das ist wirklich das Liebenswerteste von dir, ist ja, wenn wir nach Hause fahren, am Tag vorher oder am Abend oder in der Früh, das hat man, dann nimmt sie die Tasche, nimmt das ganze Geld heraus und zählt und sagt, schau, so viel bringe ich wieder nach Hause. Im Sommer wird Helmut Zilk unglaubliche 80 Jahre alt. Zeit, die traumhafte Innenstadtwohnung zu genießen, bleibt wenig. Helmut Zilk ist wieder voll und ganz in seinem journalistischen Element und nicht nur im journalistischen. Und das ist der Arbeitsplatz meiner Frau. So chaotisch, wie sie in ihrer Seele manchmal ist, wie auf der Arbeitsplatz, aber ich tröste mich damit, dass Genies eben chaotisch sind. Aber und sie ist ein Genie. Das war in Hamburg, wie ich mit dem lieben Herrn Fuchs, habe ich ihm Reklame gemacht für die Presse. Darum ist dieses Bild entstanden. Und ich habe damals Irma Ladus gespielt. Und dann war das Bild weg. Und dann habe ich ihm Jahre später gesagt, du, was ist eigentlich mit dem Bild geworden? Sagt er, ja, ist nicht fertig, ist nicht fertig. Und dann habe ich gesagt, na, was musst du noch machen? Und dann hat er gesagt, na, hinten der Popo und das alles. Also dann bin ich noch ein paar Mal zu ihm gegangen. Aber die Schuhe, das hat er nicht mehr fertig gemacht. Wir haben sie einfach behalten. Steh nicht an der Tür, komm doch rein. Du bist ganz genau der Typ, den ich liebe. Ein halber Playboy. Seit fast 30 Jahren gelten Koller und Zilk als Paradeehepaar. Helmut Zilk meint, unsere Ehe funktioniert so gut, weil meine Frau das macht, was ich will. Und ich will nur das, was sich meine Frau wünscht. Während monatelanger Tourneen Kollers in alle Welt entwickelten sich ganz besondere Rituale. Also ich habe immer angerufen, ich habe sie immer aufgeweckt in der Früh. Ich wusste, am nächsten Tag fahren sie weiter, aber ich wusste gerne, wann sie aufstehen muss, habe ich angerufen in der Früh. Und sie hat mich angerufen in der Nacht, wenn sie nach Hause gekommen ist. Denn nach der Vorstellung, das können die meisten dann gerne umdrücken machen, dann hat sie mich angerufen. Und in jedem Ort, in den sie gekommen ist, hat sie schon Blumen gehabt. Im Zimmer. Im Zimmer. Das hält. Aber es hat auch manchmal Verehrer verschreckt, die mir aufs Zimmer gebracht haben und diese Blumen brach gesehen haben. Und meistens hast du Mitternacht auch noch kontrolliert. Ja, das ist Mitternacht kontrolliert. Das hat ja du. Das hat ja, das war schlimm. Das hat ja du. Das hat ja du eher. Das hat du am ärgsten gemacht. Am ärgsten, als ich in Japan war, da mit der Volksoper, da haben wir auch gesagt, du rufst mich also an. Ja, da haben sie mich angerufen, einmal um 3 Uhr in der Früh, einmal um 2 Uhr, einmal um 4 Uhr. Da habe ich gesagt, Schatzi, das hat immer lange gedauert. Immer so genuscht. Ganz zornig ist sie. Ich habe gesagt, schläfst du immer? Sag ich, Mutzi, weißt du, dass der Zeitunterschied ist? Das ist überhaupt nicht realisiert. Ganz vorwurfsvoll. Ich war vorwurfsvoll, dass ich schläfrig bin. Abgesehen von ihren großen Erfolgen als Musicalstar wurde Dagmar Koller in den letzten Jahren auch zur schwulen Ikone. Hier am Liveball, der unter Bürgermeister Helmut Zilk gegen den Widerstand vieler im Wiener Rathaus ins Leben gerufen wurde. Sagt,
Und bevor ich ihren Namen gesagt habe, hat das ganze Publikum geschrien, Dagi, Dagi. Also die Schwulen lieben sie. Und sie ist eine richtige Schwulen-Ikone und sie ist wirklich toll. Glamour Girl. Glamour. Und das kommt daher, weil sie... Weil wir beide ja auf dem Standpunkt sind, also es gehört zum Zusammenleben der Menschen dazu, dass man den anderen respektiert und dass es jedes Menschen Recht ist, das Recht hat, so zu leben, wie er will. Wir haben das immer vertreten und verteidigt. Und daher ist es auch bei ihr glaubwürdig, wenn sie dort auftritt. Ich muss auch dazu sagen, ich war ja natürlich im Ballett früher in der Volksoper und habe sehr viele liebe Kollegen gehabt, die alle der homosexuell waren. Und das sind eigentlich meine liebsten Freunde geworden. Und ich habe immer mit den Freunden gelebt, denn man ist ja sehr einsam am Theater. Und die waren die einzigen, die immer meinen Glamour, meinen Glitzer und das alles geliebt haben. Und da ist eine dicke Verehrung denen gegenüber geworden, von mir her und von den Männern her zu mir. Und für mich ist das so eine Selbstverständlichkeit. Ja, das ist jetzt also eher mein Reich hier. Das sieht man schon aus den Bildern, aus den schönen, die wir hier haben. Vor allem ist das mein Schreibtisch, an dem arbeite ich journalistisch. Und da ist das sozusagen, Ordnung herrscht hier. Hier entstand auch Dagmar Kollers Buch Tanz mit mir. Erinnerungen an schöne Zeiten als Musical- und Operettenstar. Der Alltag im letzten Jahr war für beide geprägt durch Ziegs schwere Erkrankung. Was war das Schrecklichste in deinem Leben? Das war interessanterweise die Woche des Aufweckens nach dem Tiefschlaf. Weil im Tiefschlaf hat man auch natürlich alles Mögliche, schwirrt vorbei, ja, an grauenhaften Szenen des Lebens und so weiter. Man ist ja nicht traumlos in Wahrheit. Aber wenn du dann wach wirst und das nicht gleich geht, weil das so lange gedauert hat, und du nicht weißt, wirst du wirklich wach oder nicht, bist zeitlos wach und versinkst wieder in den Schlaf zurück. Ne? Und vergisst alles. Weiß nicht einmal, wie heißt, habe keine Ahnung, die Telefonnummer meiner Frau. Nach einer Woche sage ich zu meinem besten Freund, du sag mal ehrlich, mit wem bin ich eigentlich verheiratet? Ich wusste überhaupt nichts mehr. In meinem Leben. Nichts. Und das ist grauenhaft, ist das. Bis das dann wiederkommt. Aber man muss kämpfen. Ich nahm, was mein war doch. Ich hielt die Hand. Auch auf zum Geben, dass du dann sagen kannst, so lebt dein Leben.